Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 7. März. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technikthemen für euch vorbereitet. Es geht um Opel, Fitbit, LG, Vodafone, Western Digital, SpaceX, Amazon, Facebook, Swatch und die Nintendo Switch. Wir beginnen bei Opel. Da gab es in den letzten Wochen immer wieder mal Gerüchte, dass der Konzern gekauft werden konnte. Heute wurde dieses Gerücht bestätigt. Der Opel-Konzern wurde von der französischen Autokonzerngruppe PSA gekauft. Das ist die Gruppe, die auch hinter den Marken Peugeot, Citroën und DS steht. Im Endeffekt, ja, damit hat man General Motors quasi die europäische Autosparte abgekauft. Der PSA-Konzern möchte damit zum mehr oder minder größten europäischen, also zum zweitgrößten europäischen Autokonzern aufsteigen. Der größte europäische Autokonzern wäre aktuell Volkswagen. Wir kommen zu Fitbit. Die haben heute ein neues Fitnessarmband vorgestellt, der Fitbit Alter HR. Im Endeffekt ist es genau das, was der Name sagt. Das ist der bereits bekannte Fitbit Alter, den kennen wir schon seit einem Jahr ungefähr. Das ist ein sehr kleiner, sehr schmaler Fitness-Tracker. Der kann jetzt allerdings auch dauerhaft den Puls messen, daher das HR für Heart Rate. Ja, im Endeffekt sonst keine großartigen Verbesserungen. Er ermöglicht eben eine kontinuierliche Pulsmessung, somit auch dann quasi die automatische Übungserkennung, also wenn ihr quasi Sport macht, Schlaferfassung und ja, im Endeffekt war es das auch schon. Das Ganze bei einer Woche Akkulaufzeit, das ist schon mal nicht so schlecht. LG hat im Mobile World Congress das LG G6 vorgestellt, das neue Flaggschiff quasi, das mit dem komischen 2:1 Bildschirmformat daherkommt, was allerdings sehr spannend aussieht. Im Endeffekt nennt der Konzern, glaube ich, 18:9, aber jeder, der das auflösen kann, weiß, dass es im Endeffekt 2:1 ist. Das ermöglicht dann vor allem auch die Darstellung von 2:1:1 selbst quasi. Ja, spannende Sache. Jetzt gibt es die ersten Zahlen dazu. LG freut sich über 40.000 Vorbestellungen in 4 Tagen. Was daran so eine tolle Zahl sein soll, frage ich mich so ganz, wenn ich mir so ein bisschen ansehe, wie sich iPhones verkaufen, so an Startwochenenden angeblich auch bei Vorbestellungen bereits, sind das sicherlich wesentlich mehr als 10.000 Stück je Tag. Trotz allem, ja, LG freut sich, wir freuen uns mit sie. Ich hoffe, dass sie auf dem Handy nicht so sitzen bleiben wie auf dem G5. Insofern, ja, hoffentlich wird's was. Wenn sie sich über die Zahlen freuen, dürfen wir uns ja mitfreuen. Wir kommen zum Vodafone Wallet. Das unterstützt jetzt in Zukunft auch PayPal und Visa-Kreditkarten. Ist insofern nicht ganz unspannend, es ist doch recht weit verbreitet. Und ja, durch die neue PayPal-Visa-Kooperation kommen jetzt eben auch beide Anbieter in dieses Vodafone Wallet hinein. Wenn man eine passende NFC-SIM-Karte hat, kann man so dann an NFC-Terminals bezahlen. Bei Western Digital gibt es offensichtlich eine kleine Sicherheitslücke. Bereits 2015 gab es da Berichte in den Medien, dass Sicherheitsforscher hier einige Fehler gefunden haben sollen. Jetzt wurde das neu aufgelegt und quasi bewiesen. Im Endeffekt, ja, ist es möglich, die Anmeldung zu umgehen und entsprechend irgendwie sich quasi die Passworteingabe zu ersparen und so auf die ganzen MyCloud-Geräte, also eben die mit dem Internet verbundenen Geräte zuzugreifen. In Realität wird das wahrscheinlich trotzdem sehr wenig ausgenutzt werden und es kein großartiges Problem sein. Trotz allem, ja, wir hoffen, Western Digital legt da bald nach und gibt ein Sicherheitsupdate heraus. Wir kommen zu SpaceX und wieder mal sehr ambitionierten Plänen von Elon Musk, dem Betreiber hinter SpaceX. Die wollen jetzt nochmal viele Satelliten ins Internet, also ins All schießen. Bereits letztes Jahr haben sie sich ein Erlaubnis für 4.425 Satelliten geholt. Jetzt möchte man noch einmal 7.518 Satelliten ins All schießen dürfen. Geht es schließlich nur mal um eine Genehmigung. Im Endeffekt soll das Ganze dann da sein, um mit einem Frequenzband von 37,5 und 52,4 GHz Internet anzubieten. Die Satelliten sollen in einer Höhe von 350 Kilometern fliegen. Das ist ungefähr 50 Kilometer unterhalb der ISS. Und von dort aus eben, ja, quasi Internet auf der Erde anbieten können, in so ziemlich, ja, auch den entlegensten Tälern, sage ich mal, in den entlegensten Gebieten, kann man grundsätzlich ja nur begrüßen. Insofern, ich hoffe, er schafft es, seine ungefähr 7.500 Satelliten auch ins All zu schießen. Wir kommen zu Amazon und Amazon erschließt jetzt offensichtlich bald ein neues Verkaufsfeld. Einem Bericht der Apotheke ad hoc, das ist so ein Branchenmagazin, Branchendienst, wird Amazon offensichtlich beginnen, damit auch Medikamente zu vertreiben. Grundsätzlich ja, Medikamente über Internet zu kaufen, nicht ganz etwas Neues, warum nicht auch mit Amazon? Die wollen offensichtlich jetzt in größeren Regionen einfach große Apothekenpartner finden und dann mit dem entsprechenden Versanddienstleister eben auch quasi Medikamente einfach versenden. Wir kommen zu Facebook und Facebook muss jetzt ziemlich gegen das Thema Fake News kämpfen.
Da gab es ja vor allem Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, so rund um die Wahl von Donald Trump, auch die ersten Berichte, dass man da neue Features ausrollen möchte. In den USA ist das offensichtlich jetzt der Fall. Meldungen können quasi als Fake News diskutiert werden, also markiert werden von den Nutzern. Wenn das viele Nutzer machen, gibt es dann darunter so ein rotes Ausrufezeichen und dann Disputes by und dann meistens irgendwelche anderen Organisationen, die dahinter stehen. In Deutschland wird das dann zum Beispiel kollektiv.org sein, in den USA ist das Snoops und Polyfact. Ja, das wird dann entsprechend markiert und so wird man zumindest darauf hingewiesen. Das heißt, die Inhalte werden nicht entfernt, aber man kriegt zumindest mal den Hinweis, dass es da Probleme geben soll. Mache einen kleinen Ausflug in die Schweiz zur Swatch Group. Die haben jetzt einen neuen Bluetooth-Chip vorgestellt, der der kleinste Chip überhaupt sein soll. Er misst nur 5x2 mm. Meine Meinung ist auch nicht so ganz interessant. Die Dinge sind offensichtlich heutzutage ohne die schon sehr, sehr, sehr klein, wenn man sich so neue Raspberry Pi Modelle ansieht zum Beispiel. Auf der anderen Seite allerdings wesentlich interessanter. Er soll auch den niedrigsten Energieverbrauch haben und er unterstützt sogar Bluetooth 5.0. Das finde ich wesentlich beeindruckender auf diese kleine Größe. Zuletzt eine kleine Info zur Nintendo Switch, vor allem weil es mich selbst offensichtlich auch betrifft. Offensichtlich gibt es da draußen relativ viele, oder zumindest kenne ich jetzt einige Leute, die das Problem haben, fehlerhafte Geräte. Die Fehler liegen immer im Zusammenhang mit dem Display. Heißt im Endeffekt, irgendwie gibt es Möglichkeiten, dass dieses Display sich deaktiviert oder nicht mehr einschalten lässt. In 99% der Fällen wird das Display orange. Da soll dann ein Reboot helfen. Das ist bei mir der Fall, das dürfte auch so sein. Trotz allem werde ich mit den Nintendo Support in Kontakt treten. In manchen Fällen friert das Display komplett ein oder wird blau, Bluescreen quasi. Da dann am besten sofort zum Nintendo Support gehen, die tauschen die Konsole angeblich großzügig aus. Trotz allem eine sehr ärgerliche Geschichte. Sofern ihr eine Switch habt, hoffe ich, ihr seid nicht betroffen. So, das war's von mir auch schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Danke und bis bald. Ciao. Hört mehr Geek Talk.